Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich spiele ja heute oder spiele jetzt World of Tanks. Ich bin schon ein bisschen weiter, also ich bin jetzt noch nicht weit, aber auch nicht am Anfang. Ich bin bestimmt der Wehrmacht, also Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Und ja, jetzt warten kurz, bis es geladen hat. Und ich dachte mir so, na, keine Abwechslung muss auch mal sein, weil ja, ich habe immer keinen Bock, immer ganz auf Fortnite, auf ne, auch Minecraft zu spielen und alles. Nachher wird es auch extrem langweilig und ja, ich würde immer sagen, wir starten einfach mal gleich ins Match, wenn es gleich hat. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich noch Killing Floor mache und Warface, weil Warface ist so ein Spiel wie CSGO und Killing Floor 2 ist so ein Zombie-Spiel. Ja, vielleicht mache ich es auch nochmal und ja, sagen so, starten wir mal rein in den. Mach rein in die Olga. So. Jetzt lädt's und lädt's. Müssen kurz warten. Klosternacht. Teamzerstörung. So. Mein Deutscher. So. Muss man da was so nehmen. Können wir hier markieren. Das geile Panzer ist einfach, der wird auch flüssig. Der ist schnell. Irgendwas hat laut. Audio. So. Jetzt werden wir mal ein bisschen angreifen. So. Gucken, wo die Gegner sind. Na, da war's liegen. So, fahren wir eine Bombe. Fahren wir einen Baum um. Oder fahren wir einen Baum um. Wir ziehen schon mal dahin. Nein, einfach. Junge. Okay, scheiße. Ja. Das war's dann auch schon wieder. Komplett. Ja, komm zurück zur Garage. Dun, 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 dun. So, mit welchem Panzer spielen wir jetzt? Und dann würde ich sagen, spielen wir mit der Sowjetunion. Wie Papa Stalin. So. Der T26. Oh. Ah ja. Er muss halt mit dem spielen. Eine Runde und dann, ja. Eine Sowjetunion für Papa Stalin. So. Provinz, Nacht, Standardgefecht. Alpha Frühlingsspiele, 3 Premium, verdienen Sie 15 Punkte. 13 von 15. So. Aus der kleinen, ey. Oh Gott, die Anfangspanzer sind immer so extrem schlecht. So. So. Na, komm bitte. Ja, klar, Alter. Nicht ich spiele die mit der wegen der Wehrmacht, weil ich habe gestern mal mit einem Kumpel beim Kumpel gespielt und der hat den Hetzer. Der Hetzer ist ein guter Panzer von Deutschland, also von der Wehrmacht. Und ich muss sagen, der Panzer ist halt dermaßen gleich. Der kann der, ja, der ist gut.
Nein, 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 nein. Müssen wir ganz schnell los. Nee, 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 nee. Fahr doch zurück, Alter. Hä? Excuse me, what the fuck? Ich sehe, es wird zu hell, es wird dunkel. Hilfe! Bitte helfen Sie mir. Dankeschön. So. Wir wieder reinkommen hier. Ja. So, toll. Greifen wir an hier. Irgendwann muss ich jetzt in den Hügel kommen. Ja, das war's dann auch wieder. Komplett. Also mit dem Ami, na toll. So, gucken wir jetzt auch, ne? Unser Wehrmachtspanzer wieder da ist. Dann kann ich mal den Hetzer zeigen, den Panzer, den ich meine. Der kann zwar nicht. Also, ich werde es schon sehen. So, im Gefecht ist der. Ach, das war auch ein Gefecht. So, gehen wir auf Panzer. Das Sowjetunion. Sowjet, bitte. Dankeschön. T26. Hä? Achso, ja. Müssen kurz warten, bis der Panzer wieder zurück ist. Der Hetzer ist der hier. Warte mal, wie cool kann man irgendwie. Panzerinfo. Vielleicht kann ich kurz zeigen. Das ist der Hetzer. Der kann zwar nicht so. Der muss der Panzer muss bewegt sich halt mit, wenn er das Rohr sich dreht. Also man kann nur nach links und rechts ziehen, wenn man den Panzer auch mitdreht. Lesen wir vor. Ein leichter Jagdpanzer mit niedrigem Aufbau. Entworfen nach der Forderung von Mainz. Heinz Gudiran. Der Hetzer wurde im April 1944 bis Mai 1945 insgesamt 2587 Mal gebaut. Ganz schön viel, Digga. Stell mir mal vor, die ganzen Panzer nehmen, also die ganzen zweiten Panzer, marschieren die Sowjetunion ein. Also, das ist schon. Ja, das ist schon. Ja. Ist unser Sowjetunion-Panzer auch noch jetzt da? So, der T. Artillerie, das ist fuck, kein Bock drauf. Na. Jawohl, einer soll ja. Ja, bitte. Der Tier 26. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Danke schön. Ja, danke. Ein leichter Panzer. Weißt du, was ein leichter Panzer ist? Panzerinfo. Okay. Gut, dann ganz schön, wenn wir da mit der Wehrmacht. Wer macht denn sowas? Haha. Der PZ. Da. DSNA. Okay, dann werden wir mit Deutschland wieder in den Kampf ziehen. So. Geisterstadt.
Standesgefecht. Leute, wisst ihr, was cool, extrem geil ist in der World of Tanks? Ja, World of Tanks Map-Auswahl gibt es auch Berlin. Das heißt, ich weiß nicht, was anscheinend nachgebaut ist oder was einfach nur gesagt wurde. Ja, ist Berlin. Weil ich war noch nie in Berlin, deswegen drin. Erzielen Sie ein Gefecht mindestens 5 Treffer. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, ist klar. Erzielen Sie in. Na gut, das geht schon los. Das wird die letzte Runde sein und dann gehen wir. Dann mache ich auch wieder. Dann war es auch mit der Folge. Vielleicht nehme ich noch ein anderes Spiel auf. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und go. Entschuldigen Sie mal, junger Mann, da hinten. Ja. Da ist der Hetzer da. Der rechts. Das war ein italienischer. Ja. So, Sponsor. Also wenn das Spiel ist kostenlos, also wenn ihr es euch holen wollt, könnt ihr gerne machen. Und für PlayStation Plus gibt es auch mal ein bisschen ein paar geschenkt und Ausrüstung und alles. Ja, wir sind ganz. Ja, gut. Greifen wir mal an. Ich wollte erst für Mütter so weit in den Spielen, aber dachte so, nee, muss er ja machen, das bin ich. Verarschen. Von hinten, Alter, von hinten. Angriff. Scheiße. Sie haben uns entdeckt. Hab einen Gegner gefunden. Ja. Lol. Oh, Junge, ey. Ach. Na ja, Leute, das war's denn auch mit dem Video. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, oder wenn ihr einen Let's Play sehen wollt, ich erst müssen wir da essen weiterspiele. Lasst ein Like da und wenn ihr das Spiel euch holen wollt, ist kostenlos und ciao.